Auf in den Kampf. Kann man rausgehen? Nach links und rechts. 1,50 Abstand. Und los. Shoppingtour. Es ist schon befremdlich, wie die Leute reagieren, dass sie manchmal hinter einem stehen bleiben und wenn man nicht weitergeht als Gruppe oder so. Oder sich jetzt gerade ist er fast in meine Rikscha rein gefallen, der eine, weil er uns ausweichen wollte. Und die Straße nicht breit genug war. Ist schon kurios. Also muss ich mich erst dran gewöhnen. Tut mir leid. Bis jetzt muss ich ein bisschen, naja, weiß ich, keine Ahnung, ob das übertrieben ist, aber man muss sich einfach dran gewöhnen. So, wir gehen jetzt, wir werden jetzt versuchen einkaufen zu gehen auf alle Fälle und hoffen, dass wir ein bisschen was kriegen. Es ist früh, ein bisschen Aufschnitt. Also eigentlich brauchen wir Sachen, die auch da sind. Deswegen, also wir haben es da nicht, wir kaufen jetzt für die nächste Woche, sagen wir mal so ein, für eine Woche ungefähr. Und das war's. Im Idealfall. Grün! Jo, wir haben eingekauft, geshoppt. Mit Sicherheitsabstand war ein bisschen problematisch da drin. Manche Leute sind fast über die Regale gesprungen, um uns auf den Weg zu hüpfen. Da muss man sich echt dran gewöhnen irgendwie. Und einmal bin ich kurz rückwärts gelaufen, da bin ich doch fast an jemanden rangestoßen. Das darf man auch nicht mehr, rückwärts laufen. So ist um unser Verschwörungstheoretiker eigentlich. Gut, jetzt sind wir zu Hause und das war's. Also das, ja, aber finde ich auch gut geregelt eigentlich dabei bei Edeka. Ne? Das ist ganz entspannt. Eine bestimmte Anzahl Einkaufswegen gibt es nur, da steht ein Sicherheitstyp, der desinfiziert die, der hebt die dann raus. Du musst ja vorher die Hände desinfizieren. Wenn es keine Wegen mehr gibt. Wenn es keine Wegen mehr gibt, dürfen keine Leute rein und müssen dann warten, bis einer rauskommt und ein Wagen frei wird. Ganz einfach. Ganz simpel. Ja. So. Natürlich. Es ist eng. Da drin, nach wie vor. Eigentlich, wenn man so ein Corona-freundliches Einkaufserlebnis oder wie sagt man, gesetzlich vorgeschriebenes Einkaufserlebnis haben möchte, müsste man die Reihen neu stellen. Und Abluftanlage, die gefiltert wird von Viren. Und das ist ja, Klimaanlage war da auch an, da drin. Ist ja Quatsch. Wenn da einer hustet, haben es alle. Ja, hinter mir, die hat gehustet. Wir hatten Glück. Als wir rausgegangen sind, stand schon eine Schlange am Edeka, weil die alle rein wollten, aber nicht rein dürfen. Die müssen immer warten, bis einer rauskommt, dann darf der nächste erst wieder rein. War der am Anfang schon da? Ja, wir hatten, ja, wir waren der früh Opa da. Kam gerade. Der Opa ist gerade gegangen, wir hatten seinen Wagen. Hey. Ja, nur dass die natürlich auch schräg nach hinten laufen. Ja, es existiert ja nicht, es sind ganz spannend. Oh, pass auf. Hm? Achso, ja. Die laufen auch schräg nach hinten. Ja, Luke übt räumliche Zeichnen. Ist ja auch ein bisschen so was wie Schule. Kunst. Ja, wir werden jetzt hier Frühstück erstmal das Eis auspacken. Was? Schnell, 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 schnell. Ja, bei dem schönen Wetter topic mal gerade rum. Draußen den Hof haben wir schon ein bisschen sauber gemacht und den Fahrradständer endlich mal an den Platz gestellt, wo er hingehört. Wir haben nämlich schon seit Jahren Fahrradständer hinten drin stehen, der noch nicht installiert ist. Installiert ist er immer noch nicht, aber er steht jetzt schon mal wenigstens da. Das werde ich die Woche irgendwann machen. Beton habe ich ja noch da. Dann gieße ich so zwei Streifenfundamente und da setze ich den rein. Gucken wir mal. Und so viel Langeweile wie jetzt gerade hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist so furchtbar. So viel Langeweile. Was macht ihr, wenn euch langweilig ist? Ich pflanze Blümchen, topfe um sozusagen. Fegt den Hof aus Langeweile. Bei so schönem Wetter will ich auch nicht im Keller unbedingt was machen. Wir haben einen kleineren Topf gehabt hier. Da waren die Wurzeln rausgewachsen. Das ist ja eine Pflanze, die ich auf der Straße gefunden habe. Mal vor 2 Monaten oder so. Stand hier auf der Straße. Hat mir so leid getan. Habe ich sie mitgenommen und die gedeiht wunderbar bei uns. So gut, dass er schon aus dem Topf rausgewachsen ist.
Ich habe eine Riesenschweinerei in der Küche gemacht, die mache ich natürlich auch gleich noch weg. Und in dem hier war drin, in dem das Herz in dem Bad, mussten wir hier rausschneiden, weil die Pflanzen sich schon drin gewachsen haben hier überall. Die können auch Hunger vor Langeweile, die ganze Zeit. Ich verstehe, wenn man nur zu Hause ist, dann ist kein Wunder. Dann nimmt man zu ohne Ende. Jetzt versteht auch, warum? Das ist Langeweile. Halt, man hat ja nichts. Was soll man sonst machen? Fernsehen gucken? Oder was? Haben wir nicht? So. Jetzt kommt der. Gut, erledigt. Wunderbar. Freue mich. Mir so langweilig. Geh jetzt mit Anouk in den Keller. Anouk, wenn sie noch in ihre Hose passt. Passt da überhaupt nicht mehr rein. Wir sind auf alle Fälle hier unten. Wieder mal. Blumenerde. Blumentopferde. Das hier. Und da oben mit drin. Das ist hier ein Gießkännchen. Das kommt hier zu der Blumenerde. Hier nehme ich noch mehr Blumenerde und noch eine Gießkanne. Bravo, in der Blumenerde ist ein Löffel drin. Nee, der nicht. Von den anderen auch nicht mehr. Habe ich weggemacht. So, 34 Minuten schon verplempert. Was? Dann muss ich anfangen zu bauen. Mann, ey. Kommt der eine, kommt der andere hoch. Das ist ja auch, wie gesagt, ich dürfte ja eigentlich aufmachen. So ist es ja nicht. Gut, ich wollte hier ein kleines Video machen, eigentlich von diesem Fahrrad ursprünglich, weil das habe ich ja angekauft. Und was passiert da mit dem Rad? Hier, film mal. Guck mal. Ich halte es fest. Das dreht sich ja gar nicht. Das dreht sich ja gar nicht. Ist die Kette nicht dran? Doch. Die Kette ist drin. Ganz genau, das war die erste Frage, schon richtig gemacht. Ja. Ist die Kette drin? Ja, ist sie. Aber das ist nicht richtig, oder? Doch, ist alles richtig. Aber es ist halt eine Velo-Stilnarbe. Ach, da kommt sie. Jetzt kam sie. Jetzt wieder nicht. Da war sie wieder. Woran liegt das? Wir wissen es ja bereits. Eigentlich haben wir es schon oft gemacht, aber es ist halt ein Pucki. Und ich wollte auch noch zeigen für Leute, die ganz verzweifelt auf dem Flohmarkt, was ja nicht mehr existiert, der Flohmarkt. Flohmärkte, weiß ich gar nicht, ob die in Zukunft überhaupt noch existieren. Aber wenn man so ein Ding gekauft hat, gebraucht und dann sich wundert, nanu, auf einmal oder nach dem Winter oder so. Und auf einmal hat man diesen wunderschönen Freilauf nach vorne. Woher kommt das? Nicht verzweifeln, alles nur eine Frage der Zeit. Ob man damit Zeit, in der Zeit investieren will oder nicht. So ein Pucki-Rad kostet kein Vermögen. Das kostet sogar recht wenig, ja, gerade in so einem Zustand hier. Und lohnt sich eigentlich nicht für jemanden, das in eine Fahrradwerkstatt zu geben und aufbauen zu lassen. Weil ich glaube, die 40 Minuten oder was, die man circa vielleicht dafür braucht, um das zu reparieren oder die da berechnet werden, ich glaube, die sind schon zu teuer. Teurer ist, wenn man sich ein anderes kauft, was funktioniert. Ist aber auch eben schade drum, weil es ist ja da. Und man kann es reparieren. Man kann es reparieren. So, und wie machen wir das? Wir bauen erstmal das Hinterrad raus. Weil eigentlich ist ja alles in Ordnung an diesem Rad. Ja, wie gesagt, hat so ja zwei Klingeln. Einmal die wunderschöne Hupe hier. Das ist keine Klingel, das ist eine Hupe. Ah, die ist schon kaputt. Egal.
funktioniert trotzdem noch. Hup noch. Wir bauen erstmal das Hinterrad raus, um auch mal wieder ein Fahrradvideo zu haben. Einfach nur für euch. Ne? Das ist ja, ich werde dran. Zunge, schnapp, schnapp. Das kann ich dir sagen, Leute. Das ist ein Hohlraumdübel. Und zwar baut man ein kleines Loch, was diesen Durchmesser hat hier, in die Decke. Dann nimmt man dieses Ding, steckt es durch die Decke und über der Decke, hast du gesehen, geht er auseinander und liegt dann auf der Decke auf. Verstehst du das System? Ist das denn da? Guck mal, wenn ich den hier durchstecke, hier, zack, und schon kann man, ist jetzt stabil und hält. Verstehst du? Hohl. Den kannst du behalten. Hohlraum. Abhänger oder so. Deckenhänger. Sehr viel Müll ist auch dabei. Ich werde jetzt einmal kurz hier den Rost abputzen, den hier dran ist. Ich habe dieses Rad gekauft für 10 Euro. Ne, 15. 15 Euro. Eigentlich wollte er mir für 10 geben, aber am Ende wollte er 15 haben und da habe ich gesagt, das funktioniert doch noch nicht mal, so wie er mir gesagt hat. Und dann hat er gesagt, oh Tommy, bitte, bitte. Ich sage, na gut, okay, ist ja genial. War ausgesondert worden von der Kita. Und warum wurde so ausgesondert von der Kita? Na genau aus dem Grund, weil es einfach zu teuer ist, im Grunde genommen zum Fahrradladen zu gehen, zu sagen, hier, und das ist kaputt und was machen wir da? Ja, bauen wir euch ein neues Hinterrad. Also die meisten würden einfach ein neues Hinterrad einbauen. Ich glaube, ein neues Hinterrad einzubauen ist billiger, als alles auseinanderzunehmen, zu warten, zu reinigen. Das ist ein Dübel. Dübel ist, Mensch, jetzt muss ich meiner Tochter hier erklären, was die wollte hier mit Schrott bauen. Aber hier eine Kiste mit Schrott halt gegeben, ja, soll sie bauen, basteln. So, jetzt kommt sie mit dem Teil hier an und will wissen, was das ist. Man bohrt ein Loch in die Wand. Gleiches System. Achso. Pass auf, hier, gucken. Man bohrt ein Loch in die Wand, weil so groß ist wie das Ding. Dann steckt man diesen Dübel rein. Guck mal hier mit den zwei, siehst du die zwei Laschen hier? Da, die zwei Laschen. Da. Ist ja nur so ein Loch, weil so groß ist. Das hält sich fest. Dann nimmt man eine Schraube, dreht die rein und sobald sich die Schraube hier reindreht, geht das hier auseinander. Siehst du? Mhm. Kannst du sehen? Ja. Guck mal. Siehst du? Guck. Ja. Und dadurch hält das Ding in der Wand. Gut, ich mag das nicht mehr. Nee, das andere sind Winkel. Brauchst mich nicht fragen. Die sind sinnvoll noch. Die kann man alle noch verwenden. Man kann im Grunde genommen alle verwenden. Ein Haus bauen. Dann basteln wir ein Haus. Wo war ich stehen geblieben? Ja, Kita. Kita lohnt sich nicht hinzubringen. Bla 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 bla. Fahrradladen etc. Teuer und so weiter. Gut, ich baue jetzt das Hinterrad aus. Ich muss mir erstmal Platz schaffen hier. Ne? Nicht ausflippe. Ich muss Platz haben. Ich muss jetzt hier Platz haben und zwar baue ich das hier aus. Da schaue ich mal vorwärts. Rückwärts. Oh, sogar vorwärts. Aber. Rückwärts. Der Rücktritt funktioniert immerhin. Das ist schon mal gut. Rücktritt funktioniert. Vorwärts nimmt er nicht mit. Woran das liegt, haben wir schon ein paar Mal gesagt. Innen drin sind die Mitnehmer, die Röllchen sind verharzt. Das ist es zu schräg. Also, ich bin nötige. Ein Inbusschlüssel. Ständer kurz. Dazu brauchen wir jetzt zum Lösen brauchen wir 15er Ring- oder Maulschlüssel. Öffnen. Wo bist du denn? Öffnen. Schraube ich die komplett ab, die Achsmutter. Nicht wundern, warum hier drei Unterlagscheiben drunter sind. Die sind drunter, weil hier mal Stützräder dran waren natürlich. Das ist halt ein Bookie, ne? Wenn Stützräder dran sind, ist die Achse super lang. Wenn die Achse so lang ist, na, dann passt eben nur mit einer Unterlagscheibe. Würde es wahrscheinlich, vermutlich nicht passen. Jetzt mal wieder. Schrott kommt wieder in die Kiste. Kreuzschlitz, schraube ich jetzt den Kettenschutz hier hinten ab. Da ist er nämlich geschraubt mit so einer Grobgewindeschraube, mit so einer Blechschraube. Der Reifen ist um. Nee, den kann ich nicht brauchen. Und löse ihn. Ist das Schrott?
Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Noch einen. Mensch, da hätte ich ja nur meiner Tochter das alles sortieren lassen sollen. Und noch einen mit Haken. Mit Haken an der Sache. Ja, das so, jetzt gut. Schrauben wir den Bremsankerschelle ab. Die befindet sich, wenn man Glück hat. Oh, wow, ein Werkzeug. Und der letzte Mechaniker hat nicht vergessen hat, befindet sie sich hier noch am Hinterradstrebe. Oh, meine Haut. Schrauben wir ab. Oh, mein Rücken. Wie gesagt, die Sachen alle hier schön beiseite. Und noch ein. Jetzt schieben wir das Hinterrad im Ausfallende nach vorne. So können wir die Kette runternehmen. Ich sortiere alles ganz gut. Wenn wir dann die Kette runtergenommen haben von dem Zahnkranz, können wir das Rad wieder nach hinten schieben. Und das Hinterrad entnehmen. Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit. Ich spanne jetzt das Hinterrad hier in meinen Schraubstock. Komm mit. Hier, wo alles so super voll ist, weil ich ja jetzt hier alles geräumt habe und den Keller hier im Grunde noch ausgeräumt habe, den meine Tochter jetzt wieder vollräumt. Weil ich ja Beton gemacht habe, da bin ich ja noch nicht gar nicht zugekommen, ist die nächste Aktion jetzt hier aufräumen. Was, wie gesagt, wieder völlig uninteressant ist für euch. Tut weh. Was ist das? Aber muss ja gemacht werden. So. Bei einer Sachsenhabe, die ja im Grunde genommen Vorbild dieser Konstruktion hier ist. Wäre das nicht passiert nach so kurzer Zeit. In sowas hat man auch einen Schlüssel, oder? Wir haben jetzt gerade hier Haken, Draht und Winkel sortiert. Fantastisch, ich bin total stolz. Sortiert. Genau, Anouk hat sortiert. Da, alles ja, sortiert. Alles sortiert, hat sie sehr gut gemacht. Und so kann man das natürlich wieder abheften, im Grunde genommen. Und dann kann man das eben irgendwann verbauen, wenn man es denn braucht. Ich krieg's nicht mehr auf. Ja, und ich bleib jetzt zusammen, hast du ja sortiert. Aber super. Papa, was ist, wenn ich das wieder eins haben will? Na, wenn man eins haben will, dann muss man es aufdrehen. Ah, irgendwie. Genau. Jetzt schaffe ich. Apropos aufdrehen, wir drehen jetzt hier Unterlagscheibe ab. Gibt's hier eine Schluse und dann geht das los. Noch ein Zack. Noch. Ich zerlösche Toffifee. Ist es auch. Ja, das kommt vorne eigentlich rein. Wo denn? Vorne in den blauen Schrank. Ich lasse es hier liegen. Kannst du leider gleich hinbringen. So, wie auch immer. 17er Mutter ab. Unterlagscheibe runter oder Verdrehscheibe. Und jetzt drehen wir den Bremskonus hier ab. Das ist der Bremsanker, Abdeckplatte, Bremskonus. Wenn wir das hier gemacht haben, jetzt kommen wir schon ans Gesamtkonstrukt, wo der Fehler liegt. Wir heben das mal runter und hier, dem geben wir natürlich hier oben drauf auch gleich nochmal neues Fett. Dem Lager, das ist immer alles sehr spartanisch gemacht. Und hier unten, ah, wie sich das schon anfühlt, wenn ihr das fühlen könntet. Könnt ihr ja leider nicht. Tausendmal abgelenkt. Fakt ist hier, das klebt alles wie Sau. Das muss runter. Runter, weg damit. Gut, dann spüle ich das mal aus mit ein bisschen Waschbenzin. Das kann ich machen. Zerstören. Das ist eine Schlüsselführung. Das hat man natürlich auch nicht gesehen, wenn man es so sieht. Wofür ist das hier? Das alleine macht nicht viel Sinn, aber hiermit macht Sinn. Das ist eine Schlüsselführung. Ich habe mich schon gewundert, warum das kaputt ist. Da sieht man es. Dann wird das aufgespalten, dass das drin hält. Mhm. Und dann kann man mit dem Schlüssel rein. Sieht man. Dann Ende umdrehen. Brauchen wir aber nicht, weil das Schloss. Schrott.
Das Schloss existiert nicht mehr wahrscheinlich. Ersatzteile für das Haus. Und deswegen im Grunde genommen, oder eben was man früher mal aufgehoben hat. So. Okay. Aber nicht alles müssen wir mehr aufheben. Wo ist mein Lappen? Den brauche ich vorher. Der liegt da. Ach, der hängt da. Dankeschön. Dankeschön. So, eine gute Assistentin. Also, wenn ich mir das hier anschaue, diese Narbe, da muss ich sagen, es ist in einem sehr guten Zustand. Also hier natürlich an diese kleinen Räder werden ja nicht viel gefahren. Es ist ja nicht diese gleiche Narbe, müsst ihr euch vorstellen, die gleiche Narbe steckt ja auch in einem Erwachsenenfahrrad, was wirklich jeden Tag gefahren wird, zur Arbeit, zurück, zur Arbeit, zurück, zur Arbeit, zurück. Und die Dinger sind wirklich durch. Aber das hier, das ist cool. Und wisst ihr, was das noch das Coole an dieser Narbe ist? Das ist ja auch eine Velo-Stil-Narbe. Ja? Habe ich das jetzt falsch gesehen? War doch eine Velo-Stil, oder? Wo sind die Teile? Velo-Stil, ja. Velo-Stil-Narbe. Aber diese Velo-Stil-Narbe scheint noch vom alten Typ zu sein, weil die hat ja noch einen Sprengring drum. Die kann man hier sogar zerlegen. Ich habe das jetzt mit Waschbenzin ausgewaschen, weil ich dachte, hier ist dieser Pressplops drin, der bei den neueren Narben drin ist. Aber ich meine, man kann sie sogar zerlegen und richtig waschen. Richtig sauber machen. Zerlegen, Sprengring runter, alles raus, richtig auswaschen, den ganze Grütze raus und das war's. Na, können wir sogar machen. Velo-Stil-Narbe zum Zerlegen. Ha! Erste Generation wahrscheinlich. Dazu löse ich hier den Sprengring. Halt den Finger hier oben drauf, damit er mir nicht weghopst. Habt ihr gesehen? Da, Sprengring. Sprengring. Jetzt wird's interessant. Entschuldigung. 5 Walzen. Das Feuerholz darf ich Lagerring holen, um was zu bauen. Also. Also an dieser Narbe hat man auch jahrelang Freude, wenn man die ja tatsächlich komplett zerlegen kann. Das ist wirklich was Tolles. Hände weg, Sicherheitsvorschriften beachten. Ich muss sowieso noch erstmal messen. Alle zu schade zum Wegwerfen, aber so viele Sachen. Furchtbar ist das. Na richtig. Pass den Stift vorne an. Kann man auch präzise zeichnen. So, wieder mal abgelenkt worden. Nicht von dir, von mir selber. Natürlich, weil ich jetzt ja immer alles wissen muss und das da und dann immer suche, so verzweifelt. So ist halt Papa. Schrauben, Nägeln und so befestigen. Deswegen mache ich einen Igel für Mama. Ein Igel für Mama? Mhm. Das Stück, was ich abgelegt habe, das brauche ich da. Triff es. Wo lang? Nach da? Nee, wir waren schon richtig in die andere Richtung. Anrichtung. Warum hast du denn auch der Bibelzeit gesagt? Ja, weil es schon am Ende war. Ich kann nicht weiter. Die Säge ist nicht mein Freund. Die Säge ist nicht mein Freund, nach der Liebezeit. Okay. Nicht so doll aufdrücken, sondern eher einfach drüber gleiten lassen. Das wird jetzt sowieso die nächste halbe Stunde dauern. Wir blenden aus und blenden um zur Fahrradwerkstatt. Die Holzwerkstatt hat geschlossen. Das ist ein Kampf. Wenn du den gewonnen hast, meine Güte. Das ist sehr gut im Regen. Jetzt machen wir noch die Walzen sauber ein bisschen. Kleben nämlich noch. Und zwar kann man die vielleicht mit Waschbenzin hier außen an den so sauber spülen, aber hier oben halt nicht. Und da oben kleben sie denn und verharzen wieder. Und das soll ja nicht sein und deswegen mache ich jetzt nochmal.
Okay, nicht drücken, ganz ruhig. Das ist hier oben sauber die Stirnseite. Mein Arm. Dein Arm. Der Arm. Arm, Sam, Sam, Arm, Sam, Sam. Aber ich sehe schon gut. Ja, du siehst schon gut. Liebe Leute, hier ein bisschen Fett hinein. Dann dieses Lager auf. Na, danke. Das wird aber nicht präzise mit einer Axt. Jetzt kommt das. Hier rauf. Mit dem Walzen da drin. Papa, kannst du müssen? Ich mach gleich. Bewegen sich wieder frei und fluffy buffy. Da kommt nur ein Tropfen Leichtlauföl ran. An jede Rolle. Ich mach kurz den Sprengring rauf und dann helfe ich mal meiner Tochter. Schon. Eine Stunde später. Ich hab's geschafft. Oh, die Stunde ist so, vorbei. Sprengring ist dran. Jetzt tropfe Öl da überall ruf. Leichtlauföl. Schön. Geschafft. Jetzt kommt hier unten ein bisschen Fett drauf. Weil hier liegt ja noch mal ein kleines Lager drin. Dann brauche ich ein Ding. Eieiei, das sieht ja nicht gut aus. Was ich hier baue? Nee, was ich hier mache. Ich hier baue, ist auch schlecht. Ein bisschen geschmiert hier gerade. Achso, da oben hatten wir schon Fett. Ups, ich habe den Nägel rausgehauen. So. Sehr schräg. Jetzt kann ich hier oben nochmal Fett rein. Später noch. Der geht gar nicht. Ist die Kamera an, Papa? Ja, die ist an. Ich filme. Das wird ein unerträglicher Vlog für die Leute, wenn du so viel hämmerst. Entschuldigung. Da kommt aber nicht. Meine Tochter hämmert halt. Was sollen wir machen? Die hämmert. Das ist eine richtige Aufgabe. Das ist eine richtige Aufgabe. Eine wichtige. So. Ich bleibe hier bis 9 Uhr. Ja. Ja. Das ist wirklich. Ist das ein bisschen leiser? So, haben wir?
Noch ein bisschen Fett als Trennmittel gegen Wasser hier. Oder Schutz gegen Wasser. Jetzt den Bremsanker drauf. Hier. Verdrehscheibe, Mutter. Verdrehscheibe drauf. 17er Verschlussmutti drauf. Oh, man merkt schon, präzise gearbeitet ist es nicht, aber er tut seinen Zweck. So, 17er Eisen. Das ist cool. Das haben wir. Und jetzt wird eingebaut. Vorher der Test. Einmal. Zack, 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 zack. Funktioniert wieder. Einmal frei. Und tut's. So muss es sein. Das erfreut einen. Das ist eine total billige Arbeitsfahrt, aber es ist trotzdem toll, dass man mit ein bisschen auch Zeitaufwand natürlich oder so, oder wenn man lange weiter hat, so wie jetzt. Wir sind jetzt virusbedingt zu Hause, was soll's, wir haben Zeit, also machen wir das. Ja. Für einen Kunden, wie gesagt, wenn nicht ein Kunde in Rechnung stellen muss, dann lohnt es eigentlich nicht, aber bevor man ja nichts macht und zu Hause rumgammelt, haben wir das fertig gemacht. Also, Hinterrad rein. Zack. Kette rauf. Hinterrad wieder zurückziehen, bis es gespannt ist. Dann machen wir zwei Unterradscheiben auf die Seite. Ta, ta, ta. Drei Unterlegscheiben auf die andere. Eieiei. Bremsankerstelle, mache ich fest. Kette so ein bisschen, das Hinterrad so ein bisschen nach hinten ziehen. Hier. Und dann. Papa, du hast mich auf eine Idee gebracht. Hat damit auch nichts zu tun. Einmal festschrauben. Und festschrauben die andere Seite. Kettenschutz dran. Kreuzschlitzschraube rein. Jetzt klappt. Und das läuft, wa? Hier. Gerettet, würde mal sagen. So einfach. Katastrophe. Hört sich an wie der letzte Versuch. Ich glaube, ich muss das machen. Jetzt machen wir bringen wir mal auf die Straße, beziehungsweise macht Anouk mal eine Testfahrt. Und zwar nee. Hier im Keller. Mist. Draußen. Kaka, kaka. Klappt sehr gut. Ja, roll, schieben kannst du schon mal. Soll ich hier losfahren? Ja, genau, hier fährst du los. Das ist der Ständer. Ja. Du musst aber deinen Fahrradführerschein nochmal machen. Genau. So, jetzt. Jetzt aber. Nö, überhaupt nicht. Was denn du? So. Herrgott, was wird denn das? Ich kann nicht. So, jetzt und los. Ja, nu. Ich hasse so eine Kette. Extrem, ey. Und, Testergebnis? Gut. Super, musst du sagen. Perfekt. Nur nicht für deine Größe. Nee. Das war das letzte und dritte Mal, dass ich so ein Fahrrad fahre. Das letzte und dritte Mal? Was ist das? Punky-Rad. Ein Punky? Punky. Genau, das ist das neue Punky-Rad. Was? Created by Anouk. Was? Punky. Wie heißt das denn? Pucky. Ach so. Punky. Punky. Das wäre Punky. Ja. Das ist das Pucki-Rad. Es fährt wieder, es rollt wieder. Du musst mir helfen. So, wie auch immer, wir sind jetzt eigentlich fertig hier mit dem Pucki-Rad.
Nö. Doch, doch. Leider. Ja, ja. Das war mein Video für euch. Heute. Bleib. Das muss reichen. Jungs, das muss reichen. Jetzt sehe ich hier noch ein komisches Gedöns-Igel zurecht. Du bist. Naja, was du bist. Was soll denn bitte? Will sie hier einen Igel machen? Und was macht sie? Ein Igel. Ein Holz mit Stacheln. Ich fasse es nicht. So hat die gefährlich. Und das schenkt seine Mutter. Und die muss es dann 100 Jahre aufheben, weil ansonsten sind Kinder ja sauer. So ein Müll. Wir sind kein Müll. Aber Schrott kann man sowas machen. Da weht du. Und jetzt mache ich nur noch. Jetzt brauche ich das. So, nur noch zwei Augen für dich. Ja, jetzt mache ich mit sowas hier. Ich Schrott bauen? Ja. Aber es ist das schöne von oben. So, sieht gleich aus. Nee. Was muss ich dir denn sagen, Papa? So, das war schon. Passt ja alles. Nein, alles super. Das ist der Punker-Igel. Das ist der Punky. Punky und ein Pucki. Also wir haben einen Punky gebaut und einen Pucki repariert. Okay? Mhm. Wunderbar. Den darf ich nicht Mama zeigen. Der Türstopper-Igel. Sehr gut. Finde ich gut. Ich finde es witzig. Aber was hast du heute so gemacht, Nuki? Ein Igel gebaut. Oh, wie süß. Tschüss. Tschüss, bis eventuell morgen. Müssen wir mal sehen. Mal schauen, wie langweilig uns ist. Ob wir wieder ein Video hier machen oder nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, sagt der Tommy. Und bleibt alle gesund. Und die Anouk.